Im Fitnessloft gibt es demnächst eine ganz, ganz tolle Studie. Und was genau das ist, erzähl es der Marco. Grüß dich. Hallo. Marco, was für eine Studie gibt es hier demnächst? Wir führen in Zusammenarbeit mit der Firma eChim eine Anti-Aging-Studie durch, wo wir unter Beweis stellen wollen, wie man mit dem ganz speziellen eChim-Training schnell das biologische Alter senken kann. Aha, das heißt, das muss genau erklären. Das heißt, ich werde, wenn ich hierher komme, jünger. Ja, so gesehen schon. Wir können natürlich jetzt nicht die Uhr zurückdrehen und aus einem 80-Jährigen wieder einen 20-Jährigen machen. Aber es ist so, dass wir das biologische Alter tatsächlich senken können durch ein ganz spezielles Krafttrainingsprogramm. Denn Muskeln kennen im Prinzip kein Alter. Man kann auch mit 90 Jahren noch Muskeln aufbauen. Und was noch viel interessanter ist, beim Training der Muskeln, wenn ich Muskeln aufbaue, werden die Muskeln nicht nur stärker, sondern produzieren ganz spezielle Botenstoffe, sogenannte Myokine, die sich direkt auf die Leistungsfähigkeit und auf die Gesundheit von Organen und auch von dem Gehirn, auch von der Haut auswirken. Und da wollen wir einfach unter Beweis stellen, wie man innerhalb von 6 Wochen ganz schnell das biologische Alter, also so leistungsfähig, wie man halt ist, senken kann. Okay, jetzt müssen wir erstmal kurz erfahren, wie genau das funktioniert. Und das wird uns die Angeline jetzt erklären. Hallo, grüß dich. Hi. Also es ist so, jeder kann sich eine eGym-App runterladen und es gibt eine bestimmte Anamnese, die man dann halt ganz am Anfang macht. Und man geht mit einem Trainer nochmal den kompletten eGym-Zirkel durch, macht die verschiedenen Übungen und so nach jeder bestimmten Einheit erkennt die App oder die Geräte halt, je nachdem wie man sich bewegt, das Alter, das biologische Alter des Muskels. Genau, das Ganze wird ja über die Kraftmessung auch gemacht. Genau, also ganz am Anfang muss das Gerät ja erstmal erkennen, wie viel schafft man in dieser Bewegung. Und da gibt es ganz am Anfang eine Messung und jede zweite Woche wird halt immer eine neue Kraft gemessen. Ja. Okay, und daran erkennt dann das Gerät ungefähr das biologische Alter? Ja, ganz genau, weil man hat da von über 1000 Fitnessclubs, medizinischen Einrichtungen, Physiotherapeuten hat man Messwerte erhoben, wie stark man eigentlich altersentsprechend sein sollte. Da hat man dann zum Beispiel rausgekriegt, ein 25-Jähriger, der hat beim Drücken nach vorne zum Beispiel im Schnitt eine Kraft von 70 Kilogramm, die er bewegen kann. Und anhand dessen kann man dann sehen, ist man stärker, als es dem Alter entspricht, oder ist man schwächer, als es dem Alter entspricht? Und so können wir sehr gut messen, wie innerhalb kurzer Zeit, wenn die Kraft dann halt zunimmt, wenn die Muskulatur sich entwickelt, dann eben auch dieses durchschnittliche biologische Alter sinkt. Okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, genau wie es funktioniert. Wir zeigen es mal. Jetzt wollen wir nicht mal sehen, wie alt ist der Marco Wolter. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz rüber in ein eChim-Gerät, um das mal zu zeigen, wie das dann mit der Kraftmessung auch funktioniert. So, das Ganze zeigen wir jetzt hier an der Brustpresse. Marco, dann starte mal eChim. Genau, erstmal anmelden. Und jetzt haben wir hier die Kraftmessung. Und dann anhand der Kraft ermittelt wird, wie gut bin ich in Form für mein Alter. So. So, okay, du hast jetzt also 140 Kilogramm gedrückt. Ja, genau. Und man sieht es auch schon, du hattest eine Verbesserung. Letztes Mal waren es 118. Ja, dann bin ich wieder ein bisschen stärker geworden, weil ich schön fleißig trainiert habe. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie das in der App aussieht. Da haben wir jetzt hier diesen Punkt, biologisches Alter. Und da sieht man hier auch schon 28 Jahre im Bereich des Oberkörpers, was ich jetzt gerade gedrückt habe. Das wäre dann meine Leistungsfähigkeit im Vergleich der Altersstufe. Dafür, dass ich schon 45 bin, kann ich da ganz gut zufrieden sein. Habe ich mein biologisches Alter also schon deutlich weiter runtergedrückt, als es von den Jahren her sein müsste. Ja, Marco, du hast gesagt, 28 wird angezeigt, du bist 45. Aber was ganz toll ist, ist ja auch eine Wahnsinnsmotivation hier, diese App, wenn man sagt, wenn die sagt, okay, man ist biologisch deutlich jünger als die Zahl tatsächlich, wenn man sich den Perso mal anschaut. Ja, weil es ist ja auch blöd, wenn man irgendwie trainiert und weiß nie so recht, bringt das Training jetzt überhaupt was? Habe ich überhaupt Erfolge mit dem Training? Weil der Spiegel ist ja oft kein so guter Ratgeber als wirklich echte Fakten. Oft ist, wenn man sich zum Spiegel bedenkt, dann sieht man eigentlich schon ganz toll aus und denkt immer, oh, hier noch kritisch, da noch kritisch. Und hier habe ich wirklich ganz klare Fakten, die ich messen kann, die mir ganz genau sagen,
der Muskel ist stärker geworden, der Muskel ist vielleicht nicht stärker geworden, hier habe ich mich mit der Ausdauer verbessert, hier habe ich mich mit der Kraft verbessert und kann es wirklich ganz genau, hundertprozentig genau messen. Diese App gibt ja auch noch Tipps zum Training, das heißt, ist ja nicht nur die Kraftmessung, die man jetzt sieht, sondern noch viel mehr, sondern man hat seinen Leistungsstand. Falschtraining zum Beispiel wird auch genannt. Das ist halt das Gute, dass man wirklich ein ganz genaues Trainingsprogramm einstellen kann, beziehungsweise dann mit eGym zusammen das Training so konzipieren kann, dass es wirklich in Richtung Anti-Aging geht, dass es diesen verjüngenden Effekt hat. Das kann man alles ganz genau einstellen und messen mit dem eGym-System. Das ist ja das Tolle, man hat jederzeit die Kontrolle und man hat auch jederzeit die Sicherheit, dass man nicht jetzt irgendwas völlig anderes trainiert oder so trainiert, dass es gar nichts bringt oder sogar negative Auswirkungen hat. Und genau das ist dann halt in dieser sechswöchigen Studie auch der Inhalt. Das heißt, wir alle, die an dieser Studie jetzt teilnehmen wollen, die sagen, okay, ich will das jetzt endlich echt mal ausprobieren, inwieweit ich das schaffe, mein Alter zu senken, dass ich da jünger werde. Mit denen erstellen wir so ein Trainingsprogramm, speziell für die, der darauf ausgerichtet ist, diese ganzen Jungbrunnen-Effekte praktisch auszulösen, die man durch Muskeltraining mit eGym auslösen kann, und die können dann 6 Wochen mit diesem Programm trainieren. Voraussetzung ist halt, man schafft es in den 6 Wochen 2x pro Woche zu kommen, und so als kleinen Bonus, wenn man schon mal da ist, kann man natürlich auch noch die ganzen anderen Sachen nutzen, die der Club anbietet. Ernährungsberatung, alle möglichen verschiedenen Kurse, Sauna und natürlich auch den ganzen Rest des Trainings, Cardio-Bereich, wo man auch Cardio-Training machen kann, was natürlich noch unterstützend wirkt. Angeline, wann geht denn die Studie los? Also es geht eigentlich schon ab sofort los. Man kann einfach vorbeikommen, persönlich kann einen Termin mit uns vereinbaren und dann gehen die 6 Wochen los. Man kann anrufen, man kann auf unserer Webseite www.fitness-love.com sich anmelden über den Link, und ja, geht's auch schon direkt los. Angeline, für die Studie werden welche Personen genau gesucht? Also natürlich Männer und Frauen ab 40 Jahre bis 85, und am besten ist es so, die Leute sollen eher untrainiert sein, machen im Moment kein Fitness oder großartig Sport, sie sollen eher untrainiert sein und ja. Wie viele Teilnehmer ist das begrenzt, die Studie? Ja, also es dürfen nur 60 Leute mitmachen, also seid schnell, macht Termine und kommt vorbei. Genau, weil, ihr habt das schon gesagt, es haben sich schon einige angemeldet bei der Studie. Was? Es sind schon viele Plätze belegt und wir können halt nur 60 Teilnehmer gleichzeitig betreuen, von den Kapazitäten her. Und deshalb ist natürlich der, der als erstes kommt und sich als erstes einen Termin sichert, dann halt auch der, der den Platz kriegt. Weil wenn die 60 Plätze alle belegt sind, dann ist es halt leider vorbei. Natürlich, wenn wir jetzt wissen, was kostet der Spaß denn? Es kostet lediglich eine Schutzgebühr von 29 Euro für ganze Betreuung, auch Getränke, die inklusive sind während der Studie, dass man nicht noch sein eigenes Wasser oder Sprudel mitbringen muss, und ansonsten entstehen keine weiteren Kosten oder Verpflichtungen. Genau, das Ganze hier natürlich im Fitnessloft in Saarbrücken, und Marco, du hast schon vorbereitet, du kennst ja meine abschließende Frage, wo, wann und wie findet man euch denn? Ja, man findet uns immer noch direkt in der Mitte der Stadt, in der Bahnhofstraße, in der Fußgängerzone, über dem Optiker Vielmann. Genau, und die Öffnungszeiten? Montags, mittwochs und freitags ab 7 Uhr haben wir geöffnet bis 22.30 Uhr, dienstags und donnerstags ab 9 Uhr und an Wochenenden von 10 bis um 20 Uhr. Genau, die ganzen Daten haben wir jetzt natürlich auch hier nochmal eingeblendet. Auch nochmal die Informationen, wie man denn an dieser Studie teilnehmen kann. Der Link ist auch eingeblendet. Ja, dann wünsche ich mal ganz viel Erfolg bei dieser Studie, und wir werden bestimmt den einen oder anderen begleiten und schauen, wie das Ergebnis ausgeht. Vielen Dank euch beiden. Ciao. Ciao.